Herzlichen Dank, und es gibt eine wunderbare Brücke zu meinen Vorrednerinnen, das mich sehr bewegt hat. Alles hängt mit allem zusammen, und so hängt auch Naturkosmetik mit Naturkost zusammen. Und die beiden Branchen sind ja aus der gemeinsamen Ressource pflanzliche Rohstoffe auch entstanden. Heute ist der Markt so ausgeprägt, dass wir eben eine ganz eigenständige Branche haben, und die möchte ich Ihnen einige Insights vermitteln. Naturkosmetik ist in der Zwischenzeit zum stärksten Wachstumssegment innerhalb der Kosmetik geworden. Und also der Markt ist komplett nachfragegetrieben, und die Konsumenten drücken das auch sehr deutlich in ihrer Nachfrage aus nach ganz speziellen Produkten. Einige Stichworte sind gefallen. Es geht nicht mehr nur um den grünen Inhalt, sondern auch um nachhaltige Verpackung. Wir haben sehr viele neue Käufer und auch sehr viele kreative neue Marken. Und das bringt zwangsläufig die ganze Kosmetikindustrie natürlich unter Druck. Und unter Druck im positiven Sinne, weil man weltweit eine starke Veränderung in dem großen Kosmetikmarkt sieht. Und er verändert sich in der Tat radikal und in einer Dynamik, die mich auch unterjährig immer wieder überrascht. Der Grund ist ganz einfach: Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, Megatrend Nachhaltigkeit. Bringt auch neue Aspekte in die Naturkosmetik. Über Jahrzehnte haben wir uns vor allem über die biologischen und natürlichen Inhaltsstoffe diskutiert und daraus neue Formulierungen gewonnen. Heute geht es vor allem auch um soziale und ökologische Aspekte, sprich ethische Aspekte. Das bestimmt im Moment auch die aktuelle Debatte. Ganz kurz vorneweg, wie groß sind eigentlich die Märkte, von was sprechen wir? Es gibt keine ganz zuverlässige Marktforschung, was die globalen Marktzahlen angeht, und deswegen müssen wir auch in Bandbreiten sprechen. Man spricht von 5 bis 8% per anno Wachstum in den nächsten Jahren. Europa ist ziemlich stark. Ups, die Animation. Wo geht das Farbe? In der Pressemappe finden Sie aber alle Daten, ich kann sie fast auswendig, damit bewege ich mich ja jeden Tag. In Europa haben wir ein ganz starkes Wachstum, was wir lange nicht hatten. Oft war Deutschland mit einer Dynamik kontinuierlich die letzten 10 Jahre, aber jetzt haben wir zweistelliges Wachstum, zum Beispiel in Frankreich, das Kosmetikland per se, Spanien ganz stark, Italien. Deutschland wächst auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben letztes Jahr 9% plus erwirtschaftet und sprechen von einem Volumen von 1,38 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge. Wir in Deutschland unterscheiden auch noch zwischen naturnaher Kosmetik und Naturkosmetik. Und wenn man die beiden Gruppen, Kategorien zusammennimmt, dann ist das sogar schon ein Marktanteil von 18,5%. Das ist enorm. Und dass Deutschland ist generell der größte Kosmetikmarkt in Europa und auch mit Abstand der größte Naturkosmetikmarkt. Und das seit 10 Jahren ist über das Wachstum verdoppelt. Wir nehmen dann die nächste. Ja, das ist ganz. Dann kann ich mich. Gut. Dann mache ich gern weiter. Was bedeutet das denn? Also generell kann man sagen, dass der Konsum, und das haben auch meine Vorrednerinnen alle gesagt, dass der Konsum generell politischer wird. Die Entscheidung im Portemonnaie, wofür gebe ich mein Geld aus, gewinnt an Bedeutung. Hier haben Sie nochmal die Kennzahlen. Wir in Deutschland untersuchen den Kosmetikmarkt in 3 Kategorien. Das ist, was ich gerade sagte, der Naturkosmetikbereich 9% plus 6,5% im naturnahen Bereich. Und der Gesamtmarkt ist weitgehend saturiert und ist bei 1,5% maximal. Ja, die Marktanteile habe ich Ihnen schon genannt, das ist toll mit 18,5%, und wir können sehen, da hat auch allein in einem Jahr in diesem 14,04 Milliarden Gesamtmarkt hat Naturkosmetik und Naturnahe zusammen 1% Marktanteil abgeholt. Das ist relevant. Das ist sehr spannend. Wodurch kommt das? Das ist ganz einfach. Wir haben mehr Käuferinnen und Käufer. Und allein letztes Jahr 800.000.
die letzten 3 Jahre über 3 Millionen. Das ist signifikant. Und das, was dazu kommt, ist, das hatten wir die letzten Jahre nicht so, die Menschen gehen öfters einkaufen, Naturkosmetik. Also das bringt jede Menge Volumen und natürlich auch, dass wir in der Distribution mit Offline, Online, gerade für die jüngeren Generationen, die auch meine Vorrednerin benannt hat, die suchen ihre Produkte auch häufig in Online-Shops. Und hier ist dadurch Naturkosmetik heute ganz anders distribuiert als noch vor einigen Jahren. Wir sehen aber auch, dass die Herausforderungen wachsen. Wir haben eine ganz deutliche Ausdifferenzierung im Markt, was man auch natürlich in der Halle 3C sehen kann bei der Vivaness. Wir haben auch eine unklare Terminologie im internationalen Markt. Deswegen ist auch ein Messeplatz wie die Vivaness so wichtig, wo auch die Händler eine ganz klare Orientierung bekommen durch die stringenten Zulassungskriterien. Und wir haben eine Ausprägung, das geht an von vegan, was ja im Food-Bereich ein großer Trend ist. Dann gibt es weltweit jetzt Clean Cosmetics, ist jetzt eigentlich von Konsumenten geprägt und von der Industrie gern aufgegriffene, völlig unregulierte Definition Clean Cosmetics. No Nasties ist vielleicht noch, was es deutlicher macht. Green, naturnah, natural cosmetic, nature inspired. Und dann erst sind wir bei dem hohen Standard zertifizierte Naturkosmetik. Und diese Ausdifferenzierung muss der Handel beherrschen, wird die Industrie beherrschen. Und da wächst auch immer mehr zusammen zwischen konventioneller Kosmetik und zertifizierter Naturkosmetik, weil die Grenzen verschwimmen und so wenig Definition, Regulierung da ist. Hier wirken die Konsumenten sozusagen als Regulatoren des Marktes. Und wenn ich jetzt diesen, was ich eingekreist habe, das ist das Metier und das Feld der Vivaness. Und deswegen ist das so wichtig auch für den Handel, die ganz hilflos sind, welche Orientierung geben wir eigentlich den verunsicherten Konsumenten. Und heute ist ja Naturkosmetik eigentlich, hat ja bewiesen über Jahrzehnte mit viel Forschung und Entwicklung Alternativen zu den mineralölbasierten Kosmetikprodukten echte Alternativen zu entwickeln. Wir sind da heute weit. Frau Wolf hat es schon erwähnt, wenn man die heutigen Trendkategorien anschaut, dann sehen Sie schon eine Verfeinerung. Und lassen Sie mir an der Stelle mal ganz kurz noch ein bisschen weiter ausholen zu den Hintergründen. Naturkosmetik ist angetreten, um Alternativen zu den mineralölbasierten Rohstoffen in der Kosmetik, die erlaubt sind. Konsumenten haben das Vertrauen in die Kosmetikindustrie verloren und deswegen ist es kein Wunder, dass wir weltweit einen ganz starken Trend nach mildereren und natürlicheren Produkten haben. Nun ist aber aktuell ganz stark in unserer Branche zu sehen, dass die konventionelle Kosmetikindustrie von außen grüner wird, 100%ig Recyclingflaschen anbietet, aber der Inhalt entspricht in keiner Weise den hohen Anforderungen der Naturkosmetik. Das führt zu einer weiteren Verunsicherung der Konsumenten und da freue ich mich, dass wir eine Plattform wie die Vivaness haben, wo wir das auch deutlich machen können und verstärken können, was den echten Unterschied ausmacht. Wenn man auf die Trendkategorien blickt, dann sieht man genau, wie ausdifferenziert und auf welchem hohen Niveau sich Naturkosmetik in der Zwischenzeit bewegt. Das sind Zero Waste, kein Wasser, Pulverform, Tablettenform, Duschbars, Haarseifen. Das sind alles Antworten, vor allem für jüngere Konsumentinnen und Konsumenten, die schauen, wie kann ich ressourcensparender auch auf meine Körperpflege betreiben. Hier gibt es eine Vielzahl von kreativen Ansätzen und gerade auch die Sonderschau Breeze macht da deutlich, wie junge Marken hier den Markt stimulieren. Dann innovative Verpackungskonzepte. Wir haben 100%ig recycelte Shampooflaschen in der Zwischenzeit. Da ist noch viel zu tun, aber zum grünen Inhalt kommt jetzt auch die grüne Verpackung dazu. Natürlich haben wir ganz vielfältige innovative Rohstoffe auch. Hanf, Hanfprodukte, Hanfkosmetik, großes Thema weltweit, großer Markt weltweit, finden Sie in ganz unterschiedlichen Produkten heute. Und was mich besonders freut,
ist, dass auch Drogeriewarengruppen wie Mund- und Zahnpflege sehr ausdifferenziert heute echte Naturkosmetik-Alternativen anbietet, von der Zahnseide bis zu den Ersatzbürsten für die elektrische Zahnbürste, werden ganz unterschiedliche Zielgruppen damit bedient, was mich sehr freut und eine echte Alternative ist zu der Plastikwut im Bad. Ja, zusammenfassend meine zwei letzten Charts ist, wir haben dadurch, dass das so begehrlich ist und die Marktanteile sich so ausbauen und die Dynamik im Markt führt zwangsläufig dazu, dass die Herausforderungen und Chancen groß sind. Ich möchte sie in 5 Punkte zusammenfassen. Wir brauchen im Markt auch die etablierten Hersteller große Flexibilität, um die Ausdifferenzierung der Zielgruppen zu erreichen. Wir brauchen Innovationen, die diese Zielgruppen, die differenzierten Zielgruppen ansprechen. Wir haben eine unklare Terminologie und auch da ist die Vivaness federführend durch die ideelle Trägerschaft von Natur und Kosmos eine klare Standing gibt. Wir brauchen generell, die Konsumenten verlangen heute mehr Transparenz. Transparenz entlang der kompletten Supply Chain, aber sie hinterfragen auch den Sinn und Zweck eines jeden Unternehmens. Und das ist das Entscheidende in der aktuellen Zeit. Von Naturkosmetik erwartet man natürliche Inhaltsstoffe, aber darüber hinaus, wofür das Unternehmen eigentlich steht. Ja, Ausblick, wo stehen wir? Die Performance heute in der Naturkosmetik, hohes Niveau, ist vergleichbar mit konventionellen Produkten, wichtig für die Verbrauchererwartung. Konsumenten, mehr und mehr Käufer weltweit. Wir haben tolle Produkte, wir haben etablierte, vertrauensvolle Marken und viele Newcomer, die sich beweisen. Nachhaltigkeit muss generell gelebt werden, Lippenbekenntnisse werden sofort aufgedeckt und ganz zum Schluss, worüber ich mich auch freue, ist natürlich, dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und wir weiter damit rechnen können, dass Bio wirkt und Naturkosmetik auch. Dankeschön.